Das Kreuz, ein Ärgernis, eine Herausforderung, ein Schandpfahl. Solche und viele Aussagen hören wir auch in unserer Zeit, wenn wir an das Kreuz Christi denken. Morgen begehen wir den Karfreitag. An diesem Tag gedenken wir insbesondere dem Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus. Was sagt uns dieser Tag? Sagt er uns überhaupt noch etwas? Mir persönlich sagt dieser Tag viel, wenn ich ganz besonders an zwei Personen denke, die unter dem Kreuz standen, die mit Jesus seinen schweren Weg bis zum Ende mitgegangen sind. Einmal ist das die heilige Maria, die Mutter unseres Erlösers Jesus Christus. Und ein zweites ist es der heilige Johannes, ein Jünger Jesu. Beide, Johannes und Maria, sind mit Jesus bis zum Ende seines Weges mitgegangen, sind standhaft geblieben, haben standgehalten den Anfechtungen, die er, Jesus, erlitten hat. Würden auch sie, würden wir standhalten in solchen Situationen? Stehen wir zu Jesus, wenn er vielleicht auch heute in unserer Zeit angefeindet wird? Stehen wir zu ihm, zu seiner Botschaft, der Erlösung vom Kreuz? Das kann uns der Karfreitag, der morgige Tag, neu in Erinnerung rufen. Dass wir auch heute in unserer Zeit, im Jahre 2012, standhaft bleiben, aushalten, mit ihm mitgehen, unter seinem Kreuz stehen, zu ihm stehen, zu unserer Berufung als Christ und Christin stehen. Das will uns Karfreitag in Erinnerung rufen.